Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom. Uns fehlt noch eine Elitewache und die befindet sich da hinten, wie ihr seht. Ansonsten haben wir ganz viele Power-Ups da vorne und wir kämpfen jetzt auf dem Zug. Ja, Freunde, das werden wir tun. Hoffentlich. Bisher kann ich aber nur sagen, dass das echt der mieseste Rotz aller Zeiten hier ist. So, das Richtige ist ausgerüstet. Perfekt. Natürlich kommst du als allererstes. Ach komm, leck mich doch. Und der nächste. Ist klar, Leute. Ist klar. Das ist hier mein Safe Point, aber nein. Kommt hier einfach her die ganze Zeit und macht mich kaputt. Jetzt kommt auch noch ein Pinky hier. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Noch ein Pinky. Ich fasse es nicht. Pinky, lass den Scheiß. Ganz ehrlich. Wir müssen als allererstes, wenn gleich die Echse kommt, die Echse töten. Und ich glaube, die ist auf jeden Fall gleich schon da. Da kommt der nächste Pinky. Hier kommen verdammt viele Pinkies, Leute. Verdammt viele. Und verdammt viele meine ich extrem viele. Da ist der nächste. Nämlich direkt schon out. Ich glaube, die Hexe kann ja aber die Pinkies nicht spawnen. Aber ich weiß nicht warum, aber es kommen einfach krass viele Gegner, die einfach abnormal sind. Abnormal. Ja, kommt der Dicke, jetzt habe ich echt ein Problem. Ich muss auch Pinky loswerden. Ich glaube, er ist tot. Bin mir da nicht so sicher. Ich höre die Hexe. Ich wurde auch direkt getroffen. Das ist nicht euer Ernst. Verzieht euch doch mal. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Bitte schlag mich nicht. Tu was du willst, aber bitte schlag mich nicht. Das ist echt nett. Alter Pinky, steh mir doch nicht in mir drinne. Ja, ist klar. Oh nein. Oh. Wo ist die verdammte Hexe, ey? Du bist nicht die Hexe. Und du ebenso wenig. Du bist die Hexe. Ah, natürlich verzieht sie sich sofort zu ihren Freunden, weißt du? Nein, du wirst nicht in mir explodieren. Du wirst nicht in mir explodieren. Oh, fuck, da kam ein Erdbeben. Irgendwas ist hinter mir. Da kann ich mich gerade nicht konzentrieren drauf. Oh. Wieso ist das so ruhig geworden? Es wird nicht so ruhig bleiben, Freunde. Es wird nicht so ruhig bleiben. Das kann ich euch gleich schon sagen. Wir nehmen uns jetzt mal den Boost hier. Diesen Tempo. Die Hexe. Die Hexe. Komm, verpiss dich einfach. Oh. Endlich ist sie weg. Das erste Mal, dass ich sie wirklich gekriegt habe. Und es ist irgendwie so ruhig geworden. Ich glaube, ich habe es geschafft. Sonst werde ich jetzt nichts Blödes anstelle. Hab ich's. Es ist ruhig. Ja. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Oh. Ich glaube, ich habe alle Mopsies getötet. Und alle Pinkies. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ich nehme jetzt gerade schon seit 32 Minuten auf. Der helle Wahnsinn, Leute. Oh. Haha, Siegestanz. Wuhuhu. Halleluja. Boah, ist das kacke gewesen, ich sag's euch. Schlimmste Augenblick aller Zeiten in diesem Spiel. Das war das gerade eben. Verliere Speicherkapazität. Kontrolle über neurale Funktionen minimal. Wir haben noch einen Waffenpunkt erhalten. Ach, Waffenpunkt. Was wollten wir? Irgendwas wollten wir ganz dringend machen. Mobile. Okay. Uns fehlt noch ein Waffenpunkt. Sobald Vegas Kern vernichtet ist, zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle. Dein Ankunftsort ist der Brunnen.
Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel, dann schließt sich auch das Portal auf den Mars. Für immer. Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen, aber so magst du es ja am liebsten, oder? Das ist deine Natur. Bitte was? Ich hatte gerade einen der härtesten Kämpfe meines Lebens. Ich will nicht noch härter kämpfen. Aber wir haben es verpasst. Ah, eine Marke. Scheiße. War zu sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Nummer 1. Nummer 2. Und das Äffchen drückt das Knöpfchen. Der Vorgang ist abgeschlossen. Danke, Vega. Ich bereue vieles, Dr. Hayden. Heilige Scheiße, ey, Leute. Das ist echt, das war echt nicht mehr feierlich, ganz ehrlich. Boah, aber ich fühle mich gerade richtig männlich. Hab sie abgezogen, ey. Ja, richtig schön abgezogen, ey. Das haben die richtig verdient. Richtig schön aufs Maul bekommen haben. Richtig schön aufs Maul. Der Brunnen. Ich hoffe, das war der härteste Kampf. Okay. Schließe den Brunnen. Ich kümmere mein Bestes, du, aber ich kann nichts versprechen. Bete die Seelen der Geister zur Ruhe. Ne, bette, nicht bete. Das Emotion haben wir automatisch mitgenommen. Hier oben haben wir sonst nichts, ne? Nein. Zurück in der Hölle. Ist das eine Statue von mir? Aber nicht hier schon mal? Das mache ich mal von hier aus, ne? Bitte was? Was bist du für ein Sniper? Guckt ihn euch mal an. Scheiß auf die Animation. Da erwartet uns wieder ein harter Kampf. Okay, der Kampf ist vorbei. Wir haben gewonnen. The fuck? Was? Wo? Das war ein bisschen verwirrend. So, ich nehme mir direkt das Ding hier. Berserkerwut. Komm her. Alter, wer braucht nicht meine Berserkerwut? Oh, Pinky. Mopsies. Zuerst die wichtigen, die großen. Zwischendurch die kleinen. Oh, ich hab die Axt erwischt. Nice. Keine großen mehr hier? Doch, 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 Pinky, Pinky, Pinky. Pinky muss ich noch erwischen, so. Alles gut. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Nein, 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 Madame. Nicht mit mir, mein Freund. So, Rest ist mir egal. Hauptsache, Madame ist weg.
Ach, der Billigmopsi. Der Billigmopsi. Okay, schauen wir mal nach dem Rest. Hier kann ja nicht mehr übrig bleiben. Haben wir gerade die Klitze getauscht? Was das? Sag bitte ja. Dankeschön. Nichts? Okay. Ich vermute mal, das ist der Brunnen und da sind die drei Seelen, die wir zur Ruhe betten sollen. Hier links kommen wir doch nicht rein. Zeit, dass wir eine Map finden, ey. Ihr seid's. Ich sag das doch gleich. Machen wir hier voll so einen Stress, weißt du? Was sind eigentlich meine Aufgaben? Töte zwei Höllenbarone mit einem Schuss. Finde alle drei versteckten Schädelschalter. Töte 25 Dämonen mit der BFG. Was ist eine BFG? Nee, das ist nicht, das, ist das die hier? Das ist die BFG. Oh. Werde ich bestimmt nicht tun. Das ist bestimmt einfach nur eine Verlockung dazu, alle drei Schüsse aufzubrauchen. So, sind alle drei Schüsse aufgebraucht? Denkst dir, ja, ho, ho, ich hab die Mission geschafft, weißt du? Und dann kommt der dicke, fette Boss und der fickt dich sowas von in den Arsch, dass du nichts mehr machen kannst. Keine Ahnung, was ich hier tue. Scheint Sinn zu ergeben. Huch, da war was. Komm ich nochmal hoch? Karte aktualisiert. Oh, das ist so ein großes Stückchen, du. Da hinten ist eine Rüstung. Vielleicht sollten wir erstmal auf die Seite gehen. Quasi hier runter und dann links und dann zur Rüstung. Ich glaube, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Alles wird gut, Leute. Alles wird gut. Da will ich jetzt nicht entspringen. Ach komm, Digga. Du bist doch Schnee von gestern, ganz ehrlich. Du brauchst doch gar nicht mehr spawnen. So, die Rüstung hätten wir. Da unten ist noch ein Power-Up. Da gehen wir ja auch gleich hin, sozusagen. Doch, da unten gerade was gesehen. Theoretisch kann ich da direkt hinspringen, aber mache ich nicht. Ich bin nicht lebensmüde, Freunde. Ich bin nicht lebensmüde. Also eigentlich schon, ja, aber nicht so lebensmüde. Ich will erstmal gucken, was hier alles ist. Könnten Dinge sein, die wir noch gebrauchen könnten, wie ein HP. Yeah, ein HP, Freunde. Wir sind jetzt richtig dicke. Wir sind OP. Niemand kann uns was. Ah, Rüstung. Ist das der Rückweg? Oder der Weg zum Power-Up? Und wir haben jetzt wieder unendlich Munition. Jetzt erst recht. Töte ihn. Was, der Kleine soll mich da töten? Zeros alte Billigtaktik, du. Da ist die Seele, die wir betten sollen. Hier wird gleich ein heftiger Kampf stattfinden. Da wird ein heftiger Kampf stattfinden. Und dann geht's dahin. Da ist noch eine Figur.
Und da unten ist dann der Boss-Battle-Fight. Nehme ich jetzt mal stark an. Na gut, geben wir unser Bestes, nicht zu sterben. Kommt her, ihr dreckigen Schweine. Unendlich Schuss, Alter. Unendlich Schuss. Was willst du denn? Ja, Pinky. Da musst du weglaufen, ne? Da musst du weglaufen. Noch ein Pinky. Aber einer von der billigen Sorte. Scheiße, er hat mich geschlagen. Wo bist du? Hör auf mich zu treffen, ihr kleinen Penner. Ich ziehe es hier durch. Wie es nur geht. Irgendwann ist natürlich Stopp. Und so lange versuche ich das hier durchzuhalten. Dass ich die Pinkies durchhabe. Ist natürlich eine coole Nummer. Ich muss die Echse finden. Du bist nicht die Echse. War hier nicht eine Echse? Ne, ihr kleinen Schlawiner. Ich habe euch abgezogen. Ja, was sagt man dazu? So. Wie komme ich jetzt zur Seele? Es gibt drei versteckte Schalter. Höchstwahrscheinlich hier. Also in jedem Bereich eine. Aber so kann ich mitleben. Unendlich Munition, Railgun, gib ihm. Gib ihm hart. Geh mal ins Gesicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich lang soll. Ich vermute mal da, wo es grün leuchtet. Warum? Da kommt doch gleich irgendwas. Da kommt doch gleich irgendwas, ne? Danke. Was hier alles rumliegt. Was ist das? Okay, ab zum nächsten. Gehen wir jetzt schon in die Mitte? Oh, da ist der geheime Raum. Da ist der geheime Raum drin. Er darf sie nicht befreien. Scheiße. Hör auf mich zu treffen. Bitte. Ich hab doch nicht für immer unendlich Munition. Wo ist das Power-Up? Da ganz hinten. Ich seh's. Aber das ist der, ich gebe den aufs Maul Power-Up, ne? Den nehmen wir, sobald wir wieder Munition haben. Dankeschön. Verzieht euch bitte, verzieht euch bitte. Ich mag euch nicht,
Ihr mögt mich nicht. Also, wieso lassen wir uns nicht einfach gegenseitig in Ruhe? Das ist nicht das, was wir alle wollen? Frieden? In Himmel und auf Erden. Frieden. Überall. Scheiße. Oh, wenn ich unter 100 lande, unter 100 bekomme ich, glaube ich, wieder Munition. Solange muss ich töten, was hier auch immer ankommt. Was machst du denn da? Ich sehe dich. Du kannst mir nicht entkommen. Niemand kann mir entkommen. Auch nicht das Auge da. Ich sehe dich, du kleiner Pisser. Ich sehe dich. Ach du Scheiße. 75. Wir haben immer noch unendlich Munition. Okay, wir haben wieder Munition. Zum Buff. Ab zum Buff. So, Mopsi nehmen wir auch mit. Noch ein Mopsi. Das ist auch wichtig. Noch irgendwas Heftiges hier vielleicht unterwegs? Dass wir ausmerzeln müssen. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe mich aber hochgebackt. Lauf doch nicht weg, du. Okay. Ich verspüre einen Mopsi ganz weit hinten. Auf mit dem Scheiß. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Mopsi. So, ihr merkt schon, ich bin jetzt komplett in meiner Konzentrationsphase. Einfach nur, um die Penner hier fertig zu machen. Nein, nicht du. Warum du? Ah, er ist tot. Hätte ich auch zu sehen können. Waffenpunkt erhalten. Oh. Oh, ich fasse es nicht, ey. Wo habe ich jetzt 8 Waffenpunkte her? Was soll das? Töte 5-mal mit einem Einsatz der mobilen Lafette 4 oder mehr Dämonen. Die Lafette können wir jetzt easy benutzen, wenn wir unendlich Munition haben. Alter Schwede. Das ist natürlich eine geile Nummer. Ja gut, dann, keine Ahnung. Was müssen wir denn... Ach, scheiß auf die Punkte, ganz ehrlich. So, da oben ist der nächste. Wir holen uns aber erstmal, wobei wir gehen gleich darüber. Wir holen uns die Puppe. Fragt mich nicht. Chain Gun Modell. Kosmotyp. Der Kosmonaut, du.
Geht klar, Chef, geht klar, ich gehe dahin. Aber, Freunde, heute wird's nichts mehr. Ich werde jetzt erstmal noch eine kleine Pause machen und dann werde ich weiter aufnehmen und dann werden wir auf die letzte Ebene gehen und dann runterspringen. Wünscht mir Glück. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh, ich sehe unendlich Munition.